einmal am Tag holen wir unsere Kühe und Fersen in den Stall, die bald kalben sollen. Laufen sie erst einmal durch den Melkstand und da kontrollieren wir, ob das Euter okay ist. Anschließend bekommen sie dann hier etwas Maissilage und etwas Kraftfutter, damit sie schon mal auf die Fütterung vorbereitet werden, die sie dann nach dem Abtreiben bekommen. Es ist ganz wichtig, dass man das langsam umstellt und die Pansenbakterien langsam anfüttert und nicht plötzlich. Ansonsten haben die Kühe das nach der Kalbung sehr schwer, weil sie dann so ohnehin einen Knick haben in der Futteraufnahme, weil alles sehr stressig war. Und so fängt man 2-3 Wochen vor dem Abkalben an, sie an das neue Futter zu gewöhnen. Finden sie natürlich total klasse, weil sie sonst ja nur auf der Weide sind.